Stehlen Sie das gegnerische Artefakt. Hallihallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von dem Let's Play Online. Hier in Schnubbis Playground immer noch. Ja, hallo, ich möchte gerne weiterspielen. Immer noch Assassin's Creed. Immer noch Artefakte stehlen. Andere Spieler, selbe Spiel. Na, was heißt andere Spieler? Zumindest andere Spielercharaktere. Und wie ich gerade sehe, muss ich jetzt die Männer mit Hüten hier die ein bisschen davon abhalten, uns was zu klauen. Wieso sehe ich denn gerade keine Ziele, was ich eigentlich töten soll? Bildschirm. Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Wahrscheinlich hat noch niemand unseren Zielding sie betreten. Meins. Sie haben das Laufen wir mal ein bisschen. Gestohlen. Da, 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 da. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Tada! Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Sind wir hier gerade alleine, oder? Nee, gut. Also sind schon Gegner da. Ja, das ist eigentlich so ein ziemlich ein großer Fehler, den ich hier mache, dass ich mich umgucke, weil man dadurch halt ziemlich Sie sind jetzt ein Ziel. Ja, man geht dadurch manchmal ein bisschen schief. Weil eben Kamera und Laufrichtung nicht unbedingt synchron sind. Meins. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Na komm, den hole ich mir. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Sie sind jetzt ein Verfolger. Mach denn schon wieder die Tür zu. Wo sind jetzt? Ah, oh, verdammt. Voll aus dem Ziel verloren, den Typ. Naja, diese blöden Türen. Aber egal, steht 2 zu 1 für uns. Hole ich mir einfach das blöde Ding nochmal. Ich bin gar nicht da, beachtet mich gar nicht. Hat ihr Artefakt gestohlen. Na, war ja klar, dass der da wartet. Erstes Blut. Oder ist der, das ist der, der wartet. Dass da einer wartet, habe ich ja gesehen. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. So ist richtig. Lauf, lauf. Das gegnerische Artefakt. Verdammt. Ist wieder in deren Basis. 2-2 schon. Mein Gott. Der Gegner punktet. Das gegnerische Artefakt ist wieder. Lord Bart XD. Oh Mann. Welch Namenskreativität. Sie sind jetzt ein Ziel. Ein neuer Spieler. Ach, verdammt. Nein. Ich hasse dieses komische Flüstern. Dadurch werde ich immer so nervös, dass ich einfach irgendwas töte, was gerade so aussieht.
und dementsprechend natürlich dann meistens Zivilisten erwische. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Wo ist unser Artefakt? Wieso wird mir das auf einmal nicht angezeigt? Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Das läuft doch super. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Na komm. Du gehörst mir. Ach, wenigstens habe ich es noch wieder geschafft. Wieder beschafft. Sehr schön. Ja, eben wieder Kamikaze-Aktion, dass ich gerannt bin. Aber irgendwie muss man die aufhalten. Der Vernichter. Sie sind jetzt ein Ziel. So, das war jetzt aber. Was? Wieso hab ich. Ah, ich hab den doch von hinten angegriffen. Ehrenhafter Tod. Ich werde das, glaube ich, wirklich nie verstehen, wie das System funktioniert. Aber was soll's? Bart ist da am Deffen, das ist gut. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Nicht viel verbringt, aber. Der Gegner hat ihr Artefakt verloren. Ihr Artefakt ist wieder in der Basis. Ah ja, man kann mit der Fähigkeit Aasfresser kann man noch auf die Leichen treten. Und dann kriegt man dafür auch nochmal Punkte. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Sie sind jetzt ein Ziel. Nein, verdammt, verdammt, verdammt! Schon wieder die Kamera gedreht und die Gegner nicht gesehen. Oh mein Gott. Ah, das ist eine schöne Tretmine. Das ist auch nicht schlecht. Die liegt da auch gut. Aber der da oben sollte sich vielleicht nicht unbedingt auf dem Dach aufhalten. Das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv in diesem Spiel hier. Ich habe gerade gemerkt, ich laufe immer den gleichen Weg. Sie sind jetzt ein Ziel. Ah, ich hasse dieses Flüstern, da werde ich immer so nervös von. Mann! Und auch zu Recht nervös. Der Neuling? Wieso ist es ein Neuling? Der Typ hat 10.000 Punkte mehr als ich. Die Leute guffeln hier alle im eigenen Revier rum. Ich versuch's einfach mal außenrum. Oder? Da ist gerade einer. Nehme ich den auch noch mit. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Dreifacher Multikill. Bäh. Noch 30 Sekunden. Den Allrounder eskortieren. Na. Ihr Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt verloren. Ah, okay, wir haben verloren. Ihr
Ach, schade, schade, schade. Es fing so schön an und danach ging es nur noch bergab. Ja, was soll's. Man kann nicht immer gewinnen, oder auch eigentlich nie. Aber wenigstens Gesamtwertung Dritter, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die meisten Assist-Boni, bam! Warum tauche ich da jetzt nicht mehr auf in den Top-Auszeichnungen? Mann. Wie gewonnen, so zerronnen. Virginia Plantage. Bisschen auf der Plantage gearbeitet. Punkte fort. Na, warten wir nochmal 30 Sekunden, dann geht's auch zum nächsten Match schon weiter. Nach jedem Match kann man so ein bisschen abstimmen. Hier, welche Map und welches, welchen Spielmodi man als nächstes haben möchte. Angriff-Artefakt, die Map sieht ganz cool aus. Ach nee, die ist, ja, egal. Dominanz habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe, die meiste Zeit geht leider nur, ja, Team-Deathmatch auf sozusagen. Deswegen. Ah, okay, sowieso eine andere Map, als ich gewählt habe. Super. Sind diese Modi jetzt gerade in der Aufnahme noch neu für mich? Also, super, ich bin der Einzige, der so ein niedriges Level hat. Naja, egal. Mein Führer wählt eine Klasse aus. So, so kommt das zustande. Ich dachte, die sind für die Maps festgelegt. Ich bin eine Tussi. Oh mein Gott. Ja. Und dementsprechend kenne ich halt die meisten Spielmodi noch nicht. Ich habe Wolfsrudeln nochmal ausprobiert. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Da, es ist so eine Art Koop-Modus. Da geht man halt als Team auf NPC los und muss das in einer gewissen Zeit schaffen und. Während sie gleichzeitig das Artefakt ihres Teams beschützen. Ja, dementsprechend muss man dann sich eben ein bisschen absprechen, um in der Zeit, die gegeben ist, die auch sehr kurz angelegt ist, alle Ziele zu erwischen. Laufen ist nicht, sehr klug, mein Junge. Kann man wahrscheinlich rüberspringen und dann die Leute abhängen. Ah gut, den hätte ich jetzt fast wieder zu wissen getötet. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Lauf, 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 lauf. Nein, lauf doch, lauf doch! Verdammt! Scheibe! Ja, macht sie verdächtig. Ich hatte das Artefakt von denen. Ich war sowieso verdächtig. Sie sind jetzt das ist praktisch, dass ich direkt in deren Zielbereich reinlaufe. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Hatte. Zu spät, schon tot. Ja, komm, lauf doch mal in die richtige Richtung. Wie man gerade sieht, ich lasse wieder selber laufen. Und das irgendwie nicht so unbedingt erfolgreich. Nein, sollst nicht raus da, sollst hin da. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Genau in diesem Spielmodi kommt nämlich das zu tragen, was ich am Anfang befürchtet hatte, was mich verraten könnte. Eben, dass ich nicht so. Ja, sonderlich geschickt bin, was das Laufen angeht. Mann, wieso sind die immer schneller als ich? Ihr
Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. So wird das auch nichts. Es wäre auch ganz cool zu wissen, ob ich die jetzt nur sehe, dass sie mir was klauen wollen, weil die eben laufen, was ich ja auch immer mache. Oder eben, weil sie das Ding bereits tragen, also dass das schon reicht. Der Gegner hat ihr Artefakt verloren. Ihr Artefakt ist wieder gut. In ihrer Basis. Sie sind jetzt ein Ziel. Verdammt. Das soll auch nie was bringen, dass ich die vorher sehe, weil ich einfach zu langsam bin. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Ja, ich weiß nicht, egal ob ich jetzt rumsprinte wie so ein Behinderter oder eben ganz langsam laufe. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Ich werde eigentlich dabei immer so ein bisschen erwischt. Sie sind jetzt ein Verfolger. Den nehme ich aber mit. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Hand. Das Spiel endet, glaube ich, 0-0 heute. Oh, wieso? Komm schon. Nein, was soll denn das? Oh, wieso? Da! Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Ein neuer Spieler ist der schön. Spielsitzung beigetreten. Gerade noch erwischt. Der Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Ich glaube, ich werde immer noch verfolgt. Na, wusste ich's doch. Eine Sekunde nicht aufgepasst und schon hängt er mir wieder am Po. Ja, und dann ist er auch schon wieder gestorben. Die verteidigen das echt enorm gut. Warum sieht er das genau und rennt direkt auf mich zu? Ich habe mich kein Stück auffällig bewegt. Ich konnte gar nicht markiert worden sein. Also, wenn ihr das wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde das ungeheuer gerne wissen, weil, er war unten. Er konnte gar nicht zu mir hochgucken. Das heißt, er konnte mich gar nicht vorher verfolgen. Sachen, die auf mich aufmerksam machen, habe ich nicht begangen. Also kann es daran eigentlich auch nicht gelegen haben. Sie sind jetzt ein Ziel. Und wenn die bei uns reintreten, dann sehe ich das ja auch nicht. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Naja, ehrenvoller Tod immerhin. Okay, da weiß ich jetzt, weil ich halt mich im Kreis gedreht habe. Dann ist es klar, dass ich kein NPC bin, aber teilweise ist es echt extrem, ja, merkwürdig. Ah, dammig. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ja, blablub, sie ist klar. Schön. Ich glaube, die haben jetzt gerade gepunktet, ne? Komm, zeig's mir an. Habe ich schon wieder verloren? Nee, doch nicht. Hä? Der war doch schon fast im Ziel.
Und das verstehe, wer will. Ja, 2 Minuten noch und dann ist sowohl das Match als auch die Folge wieder vorbei. Ein Teamkamerad hat das gegnerische Artefakt. Sie sind jetzt ein Ziel. Hey, wo ist denn der Typ? Wie soll ich den denn rekrutieren, wenn ich nicht weiß, wo er ist? Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Bam! Nein, verdammt! Verwegen! Und ich bin ein Komplize. Und ein Opportunist. Und eine Wiederbeschaffung habe ich auch noch. Das hagelt hier ja Punkte. Ja, dass ich jetzt tot bin, ist in dem Fall jetzt mir egal. Hauptsache, die punkten nicht. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Ihr Artefakt ist wieder in ihrer Basis. Noch eine Minute. Meins. Machen wir das jetzt mal anders. Sie haben das Gegner. Verstecken wir uns mal ein bisschen. Na, war ja klar, dass ich genau einem in die Fresse laufe. Ja, das Verwandeln, bringt natürlich viel, wenn man dabei rennt, aber ich wurde ja sowieso schon entdeckt, von daher habe ich eigentlich gehofft, dass ich einfach ein bisschen verwirre. Was natürlich ein bisschen irrational war, wenn man bedenkt. Ja, wenn man bedenkt, dass ich bereits markiert war. Unentschieden. Frauenpower. Fünfter. Oh mein Gott, und ich habe mich so gut gefühlt diesmal. Die meisten Artefaktdiebe eliminiert. Ja, sehr schön. Ich bin stolz auf deine Leistung. Der war allgemein der beste Spieler. Gut, dann beende ich jetzt diese Folge und weiter geht's dann in der nächsten Folge mit Far Cry 3. Bis dann und bye bye.